Wenn du die große Installation wählst, läuft das Spiel viel besser. Vor allem, wenn du einen langsamen Rechner hast. Oder du wählst die kleine Installation, dann schonst du deine Festplatte. Übrigens, mit dem Deinstallationsprogramm kannst du alle Spieledaten von deiner Festplatte auch wieder löschen. Soll das Spiel jetzt automatisch installiert werden? Oder möchtest du ein eigenes Verzeichnis zur Installation angeben? Für dieses Spiel brauchst du das Programm QuickTime. Möchtest du jetzt QuickTime auf deinem Computer installieren? Wenn du QuickTime eingerichtet hast, musst du die Installation des Spieles nochmal neu starten. Wenn du während des Spiels Hilfe brauchst, klicke einfach auf die Lies-mich-Datei im Tivola-Spieleordner. Soll das Spiel jetzt beginnen? Oder möchtest du später spielen? Willst du die Installation wirklich abbrechen? Ich will zurück. Ich möchte die Installation abbrechen. Mist. Die Installation hat leider nicht geklappt. Versuch's am besten noch einmal. Die ausgewählte Festplatte hat nicht genügend freien Speicherplatz. Wähle eine andere Festplatte oder schaffe etwas Platz auf dieser. Ich versuch's noch einmal. Ich habe Probleme mit der Installation. Ja, ich wähle die große Installation. Okay, ich wähle die kleine Installation. Ja, ich möchte, dass das Spiel jetzt automatisch installiert wird. Ja, ich möchte das Spiel in ein eigenes Verzeichnis installieren. Auf geht's! Ich will jetzt spielen. Ich will erst später spielen. Ja, ich möchte die Installation abbrechen. Ja, ich möchte QuickTime installieren. Ich probiere es mit der kleinen Installation. Oh je, es gibt anscheinend Probleme mit der Installation des Programms. Versuch's doch mal bei der Tivola Hotline. Also entweder hat die CD-ROM einen Kratzer oder du hast sie noch nicht eingelegt. Prüf das doch mal. Oh je, die Festplatte deines Computers ist total voll. Kein Speicherplatz weit und breit. Am besten du wählst eine andere Festplatte oder du sorgst auf dieser für etwas mehr Speicherplatz. Ach, verflixt! Unser Installationsprogramm konnte die notwendige Datei nicht auf deinen Computer schreiben. Kannst du es nochmal versuchen? Halt, stopp! Das mit der großen Installation klappt nicht. Dafür ist deine Festplatte zu voll. Wie wär's denn mit der kleinen Installation? Entschuldigung, da klappt was nicht. Wir können kein Startsymbol erstellen. Versuch's doch einfach noch einmal. Oh je, die Festplatte deines Computers ist total voll. Kein Speicherplatz weit und breit. Am besten du wählst eine andere Festplatte oder du sorgst auf dieser für etwas mehr Speicherplatz. Also auf diese Festplatte konnten wir nichts, aber rein gar nichts schreiben. Versuch's doch einfach noch einmal. Sprichst du Deutsch? Dann klicke auf diese Fahne. Ich will weiter.